Wer ist denn das? Guten Tag. Rainer, wir gehen. Sehr rüde und direkt. Was? Du wirst es nicht verstehen, Phil. Bist du bereit? Nee. Phil, bitte, der Typ jagt den Typ da weg. Meine Chance, mich bei ihr zu beweisen. Verschwinde oder ich töte dich, Dieb. Du nennst mich einen Dieb? Du wagst es zu scherzen. Nun gut, wie ihr wollt. Spürt meine Klänge. Da. Fragezeichen, 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 greift an und... Jetzt war ich, weil ich vorher meinen Speicherpunkt vergessen habe. Naja, passt auch so. Flare, brenn! Au. Nur 7? Ach, schade, der kann auch nicht sehr viel mehr. Bombnamen 41, Schlag, Badge. Phil, hör auf damit! Du verstehst wohl nicht, was du mit deinem Fehler machst. Einen Fehler machst. Hör mir kurz zu, Reina. Nix ist. Lass uns in Ruhe. Okay. Mir wegen. Wegen mir? Du hast es ja nicht anders gewollt. Erst regnen wollen und mich immer gleich kurz danach töten. Keine Geduld. Bow of Light. Au. Wer... Was ist denn da jetzt passiert? Normalerweise hatte ich ihn bis dorthin besiegt. Au. Das passt mir nicht. Stirb. Möge ihr Fall dich durchbohren. Ach, kannst du wohl nichts anderes außer angreifen. Na gut, der Bau. Die Schlacht ist gewonnen. 111 Erfahrungspunkte, 250 Gil und Materie-Eis. Das kann ich später erklären, wenn wir einen neuen Charakter im Team haben, der mal etwas anfangen kann. Phil, Level 6. Rena Level 7 erhält Level. Hört sich komisch an. Dein Fehler wird dir eines Tages leid tun. Danke, Phil. Ist doch kein Problem für mich, der soll erstmal wiederkommen. Will ich eigentlich nicht unbedingt. Geben wir erstmal die magischen Blätter aus von mir aus. Danke, Phil. So, und wo ist jetzt meine Belohnung? Krax. Ist dir mein Dank nicht genug? Tun genug? Ah, okay. Nimm diesen Speicherpunkt. Er wird dir von Nutzen sein. Speicherpunkt. Wenn ich noch richtig weiß, ist der Name einmal speichern und... Völlige Heilung. Fantastisch! Materie Eis, lerne Eis. Yep. Aber das komme ich trotzdem erst später. Ja. Bürgermeister Frey. Frey, ich habe die Blätter ausgezeichnet. Ich bin heilfroh, dass sie unversehrt geblieben sind. Das wird jedenfalls dort die Hauptdarstellung vom Fest. Und das Fest findet also in Khalid statt, oder? Genau. Wo ist Khalid eigentlich? Im Norden von Arlia. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, auf dem Weg wurden wir von einem mystischen Gestalt angegriffen. Mysteriös. So, so, erzähl bitte mehr. Diese Person wollte Rena plötzlich erführen und verschwand urplötzlich. Was für eine Magie ist das? Du meinst, die Gestalt ist einfach so verschwunden. Das ist doch verrückt. Nein, Frey. Es ist wahr. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Er wollte etwas von mir. Aber ich weiß nicht was. Dein Halsband. Halskette hätte besser gebaut. Halsband? Okay. Hat einen ziemlich hohen Wert. So ein Halsband gibt es nirgendwo zu kaufen. An so ein Halsband legt man eine Leine. Rena the Dog. Das kann wiederum wahr sein. Hier hast du die magischen Blätter. Vom Baum erstmal wieder. Ich freue mich schon auf das Fest. Magische Blätter abgegeben. Kommt noch was? Wolltet ihr euch nicht auf dem Fest amüsieren? Ja. Bürgermeister. Ja, das ist der Beantwortungszahl für alle Fragen in der Stadt.
Wobei die Fragen teilweise ziemlich fies sind. Uff. Und da man eigentlich nur angeblich nur einen Versuch hat, aber man kann die Speicherung immer wieder laden, werde ich das jetzt mal versuchen. Ob ich es noch hinkriege. Reinersdorf. Nun werden dir Fragen gestellt, die etwas mit dieser Stadt zu tun haben. Mehr oder weniger. Um teilnehmen zu können, musst du alle Aufgaben dieser Stadt erledigt haben. Beachte, du musst alle Fragen richtig beantworten, ansonsten hast du das Stadträtsel verloren. Dieses Rätsel kannst du nur ein einziges Mal spielen. Bereit? Klar, dann losgehen. Wie viele Leute hat die Stadt? Eins, zwei, drei, vier. Richtig. Vor 35 Jahren war Renos folgendes: ein paar Äcker, Kellys Vorposten, das gleiche wie jetzt. Das gleiche. Gut. Auf 12 Jahren. Das kann ich schon eine schöne Zeit gehen, wenn ich das mal habe. Ja, ich glaube, ich werde noch weglaufen, weil du reinstellst, oder? Ja, wir wissen's. Wer kann losgehen? Wie viele Spoiler hat die Stadt? Vier. Was war's? Ein Teil? Klar, richtig. Wie kann man dir mal Arbeitsmoral oder hinbeschreiben? Faul. Richtig. Wie viele Wörter tun sich momentan in der Stadt? Falsch. Wir zählten sowas. Also 17 war falsch. Ich werde jetzt nicht nachzählen. Das könnte dauern. Ich weiß noch nicht mal, ob ich selbst mitzählt oder nicht, da ich ja eventuell auch ein Bewohner bin. Vier. Ein Teil. Faule Leute! 15 Bewohner? Auch falsch. Aber so viele kann es doch gar nicht sein. Beachte. Yep. Ich weiß es, wir wissen's. Los geht's. Vier. Ein Piker. Das sind die vollsten Leute der Welt. Wie viele Bürger tummeln sich? 27. Richtig, sehr viele. Wie ist das Verhältnis zu Bürger? Ordentlich friedlich. Super, du hast alle Fragen richtig beantwortet. Kenntnisse dieses Dorf bleiben dir hiermit erhalten. Reinersdorf-Pass erhalten. Versuche weitere Pässe zu finden. Yep. Speichern. Mal gucken. Ich habe hier einen Pass. Eventuell kann ich Bonus jetzt machen. Nee, muss erst aktiviert werden. Ability-Punkte. Kann ich dir jetzt auch mal zeigen, was man damit alles erhöhen kann? Einen Punkt verteilen in MP, HP, Verteidigung, Angriff. Wollen Sie verteilen? Ja. Und das kann man, muss man leider mit jedem, glaube ich, einzeln machen. Verteidigung. Habe ich gerade eben schon in Verteidigung oder HP? Egal, was sowieso sein Negativ ist. Keine negativen, nur positive Sachen. Super. Aber hat keine Ability Points. Halt. Stand da gerade Rena Garre? Phil Cofford. Ja, gar. Ja, dann mal raus aus der Stadt. Weltkartenmodus erklären. Ja, lass ich mal. Im Weltkartenmodus kannst du in fast alle Gebiete kehren. Du musst nur zur Stelle gehen und du wirst hinterher aufgefordert, den Ort X zu verlassen oder den Ort X zu betreten. Auf der Karte sind immer Gegner, die du im Zufallprinzip kämpfst. Wirklich? Ist mir nie aufgefallen. Sonst ist alles normal, das war's dann. Ich bin ziemlich müde. Wie wär's, wenn wir hier rasten? Okay, ich denke, da spricht nichts dagegen. Ich liebe die Abendstimmung. Ich finde es hier schön. Ja, in der Tat. Ich fürchte, wir müssen in einem Zelt schlafen. Ich denke, ich werde es überleben. Du schläfst schön außerhalb des Zeltes, damit das klar ist. Das ist doch irgendwie fies, ihn draußen in der Kälte zu lassen, während sie sich gemütlich im Zelt macht. Für mich beginnt morgen ein neuer Lebensabschnitt. Wegen einem Fest? Nein. Ich werde ab morgen ein Abenteuer und mich nicht mehr auf Dorfarbeiten beschränken. Glaubst du wirklich, dass du die Arbeit wirst, bereit bist, ja, Abenteuer zu erleben? Ich denke schon. Das Einzige, was ich von meinem Vater weiß, ist, dass er ein guter Abenteurer war. Leider habe ich ihn nie zu Gesicht bekommen. Das tut mir leid für dich. Ich möchte wissen, was mein Vater für ein Abenteurer war und außerdem möchte ich bekannt werden. Wenn du mich persönlich fragst, finde ich diese Einstellung kennen.